Also heute kommt das vorläufige Fazit für das Rocky Mountain Powerplay Instinct A30, das ich ja zu meiner persönlichen PC Edition umgebaut habe. Wirklich ein klasse EMTB. Und warum das so verdammt gut fährt, das versuche ich hier ein bisschen zu klären bzw. zu erklären. Denn im Finale hier auf dem Rollercoaster hat es unglaublich gut funktioniert und bin total begeistert von dem Teil. Wie ihr wisst, habe ich es relativ kurz nach dem Kauf schon umgebaut und meine persönliche BC Edition draus gemacht. Das heißt, vorne und hinten den Federweg jeweils um 1 Zentimeter verlängert. Allerdings vorne auch eine wirklich gute Gabel eingebaut und hinten ein Stahlfederbein. Und das hat schon seine Wirkung gezeigt, denn das Teil, das funktioniert sehr, sehr gut auf schwierigen Trails. Ist Also, zwischen das kann All man Mountain wahnsinnig und täuschen. Enduro Vor allem eher ist zum Enduro einfach. einzuordnen, würde ich sagen. Und hat einfach eine wahnsinnige Performance. Wo kommt das her? Wenn man sich den Standard anschaut bei Rocky Mountain, dann wird es ja beworben als All Mountain für alpines Gelände. Die Federung mit dem Mid-High-Pivot hinten ist einfach schon sehr, sehr gut gemacht. Und ja, mit einer gescheiten Ausstattung im Fahrwerk, die allerdings serienmäßig jetzt beim A30 nicht mitgeliefert wird, da muss man ein bisschen was machen, dann wird das wirklich zu einem sehr, sehr starken Bike. Dieser Mid-High-Pivot, das ist da vorne das Antriebsritzel, führt halt dazu, dass das Hinterrad den Schlägen bzw. den Hindernissen ausweichen kann. Die Geometrie ist auch sehr gut. In L ungefähr 1,26, ein 4,82er Reach und ein Bottom Bracket Drop von 4 cm. Allerdings habe ich das ja wieder 1 cm nach oben gelegt. Sehr kurze Kettenstreben. Das macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Ein steiler Sitzwinkel. Allerdings jetzt auch nicht so super steil. Und vorne der Winkel der Gabel ist mit 64 Grad, ja, fast normal. Also nicht zu flach, aber auch nicht zu steil. Und das Ding, das fährt einfach unglaublich gut in schwierigsten Gelände. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Macht wirklich einen zu einem besseren Fahrer. Und da ich jetzt technisch nicht der Versierteste bin, kann ich jede Hilfe gebrauchen und das funktioniert einfach mit dem Instinct Powerplay super. Dieses Ride-4-System, das mit dem verstellbaren Flip-Chip, das bringt natürlich schon was. Und das kann man auch merken, wenn man das macht. Ich fahre es in der niedrigen Position, weil ich ja die Federung erhöht habe. Und ja, es funktioniert einfach sehr, sehr gut. Die Frage ist halt wirklich, warum. Also die Geometrie mit dem Radstand von 1,26 scheint sehr gut zu passen bei mir. Und auch die sonstigen Werte passen wohl ja, wie Arsch auf Eimer. Und deswegen funktioniert es mit dem Bike so gut. Also auch in technisch anspruchsvollem Gelände wie hier jetzt zum Beispiel funktioniert die Hinterradfederung mit diesem Mid-High Pivot und dem Stahlfederdämpfer, der auch recht gut ist, sehr, sehr gut. Auch hier kann man schön nochmal sehen, vorne der Guide wurschtelt sich da durch und er hat natürlich mehr drauf fahrtechnisch, aber ich komme gut hinterher mit einfach einem sehr, sehr guten Federungskomfort von hinten. Das Bike funktioniert bergauf auch hervorragend, also auch im Uphill hatte ich erst Bedenken, weil es ja keinen Motornachlauf gibt wie bei Bosch oder Yamaha oder anderen, aber das ist sehr gut übers Pedalmanagement zu steuern. Und auch die Federungsperformance bergauf ist natürlich wirklich super. Muss man sich noch ein bisschen dran gewöhnen an den Motor, aber weil der im Turbo-Modus wirklich sehr kräftig ist, aber trotzdem gut zu kontrollieren. Also insgesamt rundherum ein sehr, sehr gutes Paket. Und da hat Rocky mit dem Fahrrad wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, denn diese Hinterbauperformance, die gibt es bei keinem anderen so, weil dieser Mid-High-Pivot einfach unglaublich gut ist. Und es ist keine Werbeveranstaltung hier von mir, weil ich bekomme da überhaupt nichts dafür. Ja, Das Fahrrad habe ich selber not gekauft so gut. und ja, und hier dann auch selber umgebaut.
Hattet ihr ja gesehen, gut, der Sattel hilft natürlich auch, ein gescheites Ergon-Modell. Die Sprindex-Feder, die verstellbare, die ist auch sehr, sehr zu empfehlen, weil da hat man nicht mal das Sammelsurium an Federn, sondern hat einen weiten Verstellbereich und hat eine Feder für ja, mehrere Gewichtsklassen mit Rucksack, mit viel Gepäck, mit wenig Gepäck oder auch mal mit ein bisschen mehr Gewicht vorne am natürlichen Rucksack oder dann auch wieder weniger, kann man das runterdrehen. Also funktioniert ganz wunderbar. Und hier seht ihr mein nächstes Projekt, nachdem der Kumpel mit seiner Keulgabel so viel Erfolg hatte im Urlaub in Finale, habe ich die Fox Rhythm, die das gleiche Chassis hat wie die Bomber Z1, in der E-Bike-Version wohlgemerkt, umgebaut auf die Bomber Z1 Coil. Denn da gibt es von Fox bzw. Mazzocchi einen Umbausatz. Die Decals kann man sich auch besorgen, hier sogar in der passenden Farbe. Und schon wird aus der ehemaligen Fox Rhythm eine Bomber Z1 Coil. Natürlich mit einem super Ansprechverhalten. Viel, viel weniger Einfederwiderstand, Anfangswiderstand. Da gibt es einfach keine große Reibung. Funktioniert genauso wie von der Logik her ein Coil hinten. Nur macht das bei der Gabel, das hätte ich gar nicht gedacht, sogar noch etwas mehr aus. Dann habe ich noch eine 220er Bremsscheibe drauf gebaut. Die bin ich auch in Finale schon gefahren. Das ist ja, sehr empfehlenswert. Die Fox Rhythm ist dafür freigegeben. Und hinten das Federbein mit der Sprindex-Feder kennt er ja schon. Ich bin gespannt. Ich bin jetzt mal Kurzprobe gefahren. Aber so richtig einen guten Eindruck hatte ich noch nicht. Das Ganze zielt natürlich darauf ab, das, was wir jetzt sehen, noch ein paar Fahreindrücke, im Prinzip noch besser und ohne Armpump und ja, vielleicht noch ein Stückchen schneller hinzubekommen. Also viel Spaß beim Zuschauen und bis demnächst. Das hier. Ja, der ist ziemlich ausgefahren. Okay, was soll's. Oh, God, Alter.